Hallöchen, ihr Hübschen. Wieder mal 1000 Fragen an dich selbst. Eine Kooperation mit anderen YouTubern, hier stehen auch alle darunter. So, und jetzt sind wir bei der Frage. Ich bin bei der Frage 231. Was willst du einfach nicht einsehen? Dass manche Künstler nicht wissen, was sie wirklich wollen. Und dass ich das auch manchmal so habe, dass ich einfach nicht weiß, ob es jetzt richtig ist oder nicht. Und dass ich einfach nur aus dem Momentgefühl und aus dem Jetztgefühl dann handel. 232. Welche Anekdote über dich hörst du noch häufig? Ja, kann ich auch nicht so sagen. Ich höre schlecht. 233. Welchen Tag in deinem Leben würdest du gerne noch einmal erleben? Gute Frage. Naja, kann ich so nicht sagen, aber wartet mal. Vielleicht den einen oder anderen Tag, wo ich mit Rolf Zukowski auf der Bühne war und gesungen habe. Und halt den anderen Tag, wo ich mal mit Nicole gesungen habe. Das würde ich nochmal gerne erleben. 234. Hättest du lieber mehr Zeit oder mehr Geld? Also ich hätte lieber, ehrlich gesagt, mehr Zeit. Aber ich meine, Zeit ist unendlich, in Anführungsstrichen. Mehr Geld, naja, kann man sehen, wie man möchte. Mit mehr Geld kann man auf jeden Fall dann mehrere Projekte und Sachen machen, die so ohne Geld weniger oder langsamer zu erfüllen sind oder zu fertigen, wie auch immer. Aber Zeit, naja, wie auch immer, das ist halt so. 235. Würdest du gerne in die Zukunft schauen können? Nein, nicht wirklich. Das ist mir zu viel. 236. Kannst du gut deine Grenzen definieren? Ja, eigentlich schon, aber manchmal gehe ich trotz alledem über meine Grenzen drüber hinweg, weil ich denke, weil ich ja in diesem Jetzt-Moment lebe und denke, das ist einfach dann die richtige Überschreitung der Grenze, wie auch immer. 237. Bist du jemals in einen gefährlichen Situation geraten? Gefährlichere Situationen, wie meinte das jetzt? Autounfall oder so? Wie auch immer, auf jeden Fall hatte ich schon mal Autounfall. Das ist ja vielleicht eine gefährliche Situation. Alles andere, möchte ich mal meinen, könnte ungefährlich sein. 238. Hast du einen Tick? Bestimmt. Den einen oder anderen mehr. Ich habe auf jeden Fall einen Tick, dass ich einfach zu viele Profile habe. Vielleicht. Oder auch zu viele Webseiten mache, weil es einfach mich inspiriert und Spaß macht, wie auch immer. Und ansonsten sehe ich immer sehr gerne Schönes und fotografiere das. Aber ob das ein Tick ist, weiß ich auch nicht. 239. Ist Glück ein Ziel oder eine Momentaufnahme? Glück ist eine Momentaufnahme und ist immer irgendwie das Ziel, dass man glücklich ist. 240. Mit wem würdest du deine letzten Minuten verbringen wollen? Mit meinem Schatzi natürlich. 241. Fühlst du dich im Leben zu etwas berufen? Ja, könnte man sagen, könnte man auch nicht sagen. Es ist noch nicht ganz so, es ist noch am Reifen, glaube ich. 242. Bist du nach etwas süchtig? Stilles Wasser? Also eigentlich schon nach Wasser, denke ich. Es ist keine Sucht, aber das ist, ich sag mal, das gehört auch zum Leben dazu, weil ja der Körper so 70-75% aus Wasser besteht und man ja auch gut was trinken sollte von dem. 243. Wessen Tod hat dich am meisten berührt? Da ich schon einige Menschen verloren habe in meinem Leben und auch viele Beerdigungen waren, möchte ich mal sagen, es sind alle eigentlich wirklich am meisten berührt, einfach alle.
alle, auch ich sage mal, auch meine zwei Sternenkinder und ob eine Freundin oder mein Opa gestorben ist, es ist alles irgendwie, hat mich wirklich sehr berührt. 244. Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten? Mach die Augen. Wartet mal, ich muss gucken. Mach die Augen auf, schau hin. Auch du bekommst es hin. 245. Ich muss mal gucken. Oh yeah. 245. In welchem Maße entsprichst du bereits der Person, die du sein möchtest? In dem größten Maße. 246. Wann muss man eine Beziehung beenden? Ja, wenn es einfach nicht mehr funktioniert, ne? Und wenn die Liebe weg ist. 247. Wie wichtig ist dir deine Arbeit? Sehr wichtig. 248. Was würdest du gerne gut beherrschen? Noch mehr Ruhe, Leichtigkeit und Gelassenheit. 249. Glaubst du, dass Geld glücklich macht? Nein. 250. Würdest du dich heute wieder für deinen Partner entscheiden? Ja. 251. In welchen Sportart bist du deiner Meinung nach gut? Inliner fahren. Inliner. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob wir jetzt hier zu Ende sind. Ja, ne? Ich glaube, das war es dann, ne? Danach kommen die Fragen, kommen. Die nächsten 20 Fragen kommen dann in dem nächsten Video. Nicht, dass ich irgendwie zu viele mache hier. Oder zu wenig. Das sieht man dann, wenn das Ganze vorbei ist. ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, ne? Von 21 bis 50 sind doch... Oder 31? Warte mal, 31? Ich kann... Es tut mir leid. Also eigentlich kann ich ganz gut rechnen, aber irgendwie... Wenn man so wenig rechnet im Kopf, verliert man das immer zwischendurch mal. Und braucht einen Taschenrechner. Aber das ist ja normal heutzutage. Macht ja fast jeder, ne? ja, das war es dann auch wieder für diese 1000 Fragen an dich selbst. Das waren ja 20 Fragen, die ich beantwortet habe. Und die anderen sind in der Box hier drunter. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen der anderen und wieso auch immer. Lasst es euch nur gut gehen. Wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao.